Wir bleiben beim gleichen Verein, beim VfL, und rufen die männliche B-Jugend auf die Bühne. Die dürften dann entsprechend 15 cm, na, vielleicht nicht ganz so viel, ein paar Zentimeter größer sein. Also, die kommen jetzt zu uns auf die Bühne. Die männliche B-Jugend des VfL Herford, Maximilian Müller, Mike Luca Heumann, Maurice Leper. Leon Siebrache, Simon, Henrik Falter, Leon Leper, Jan-Erik Debert, Leonard Mielke, Aaron Ellermann und wir haben natürlich auch noch einen Trainer und einen Co-Trainer, Christian Dünsch, und der Co-Trainer Jörg Barth. Und während die Ehrungen vorgenommen werden, erzähle ich mal kurz, wofür diese jugendlichen Sportler geehrt werden. Es ist ein bisschen parallel gelaufen im VfL, denn auch diese Jugend ist aufgestiegen in der Oberliga, Saison 2016-2017, und wurde damit Bezirksmeister 2016. Das ist der Erfolg! Ja, Herr Bönsch, nun kommen Sie mal nach vorne hier, der Trainer. Ne? Herr Bönsch, habt ihr euch abgesprochen mit den C-Jugendlichen oder spricht das für die unglaublich gute Nachwuchsarbeit, die im VfL geleistet wird? Was ist denn da los? Machen Sie uns mal schlau. Ich denke schon, in den letzten Jahren war die Nachwuchsarbeit ganz gut und der Jahrgang, der jetzt da steht, und der Jüngere, das sind zwei ganz gute Mannschaften, ja. Wie ist das überhaupt? Ich habe letztlich eine Veranstaltung gemacht mit unserer Familienministerin in Bielefeld und da ging es um die oben offene Ganztagsschule, also eigentlich nicht so lustig wie hier jetzt heute Abend, sondern das war schon ein bisschen fachlicher. Und da haben wir ein bisschen über offenen Ganztag gesprochen und über die Schwierigkeiten der Sportvereine, entsprechend ja auch Jugendliche zu den Trainingszeiten dann zu bekommen. Am Nachmittag beispielsweise geht ja nichts mehr. Wie regelt das der VfL? Es ist schon so, die Belastung für die Kinder, mein Sohn war ja vorhin hier, meine Tochter spielt auch hier, ist schon relativ hoch, dadurch, dass die Schule so lang ist. Aber also die zumindest hauen ziemlich rein, kommen regelmäßig zum Training, aber insgesamt ist es schon schwieriger für die Vereine, Kinder zu bekommen. Aber es ist schon so, die müssen sich dann ja, wenn die aus der Schule kommen, 16, 17 Uhr, dann müssen die sich nochmal aufraffen, Sporttasche, los, Fahrrad, vielleicht fahren die Eltern und dann nochmal, wie lange wird trainiert bei Ihnen? Ja, in der Regel anderthalb Stunden, sodass die 19 oder 20 Uhr zurück sind, ja. Ja. Und dann vielleicht noch, dann noch Hausaufgaben? Oder nee, macht man das im OGS? Macht man das in der Schule? Oder macht man es gar nicht? Wir können ja noch mal fragen, ne? Da wird schon so seltsam gelacht dahin. Nein, wir fragen jetzt nicht nach Hausaufgaben, um Gottes Willen.